Montage eines Cosmo-Plattenheizkörpers mit Befestigungslaschen und dem neuen Montclar-Befestigungssystem MCA 27. Konsole an der Wand montieren, bitte mit zwei Schrauben jeweils. Oberteil hochziehen in die Arretierstellung oder einfacher von unten hochdrücken. Heizkörper mit der unteren Befestigungslasche in den Konsolenfuß setzen und Heizkörper gegen das Oberteil drücken. Dadurch wird es ausgelöst und der obere Halter greift über die Lasche. Dann zur Demontage, entweder mit einem Befestigungs- oder Montagehaken das Oberteil hochziehen. Oder einfacher ist es, den Heizkörper anzuheben, aus dem Konsolenfuß herauszusetzen und dann ist er auch demontiert. Noch einmal. Montage des Heizkörpers in den Konsolenfuß setzen, gegendrücken. Demontage ist Heizkörper anheben kurz, aus dem Konsolenfuß hebeln und abnehmen. Wird der Heizkörper montiert und in den verschiedenen Anwendungsklassen 1, 2 oder 3 die Sicherung gegen ein Ausheben oder Seitenverschieben benötigt, wird die Montage wie folgt vorgenommen. Wie üblich, Heizkörper unten einsetzen, gegendrücken und dann mit einem 3 mm Imbusschlüssel das Oberteil festschrauben. Durch dieses Festschrauben wird das Oberteil gegen ein Ausheben und auch gleichzeitig gegen ein seitliches Verschieben des Heizkörpers gesichert. Dadurch sind die Montagen in Anwendungsklasse 1, 2 und 3 möglich. Jetzt ist der Heizkörper gegen ein Ausheben und ein seitliches Verschieben geschützt. Demontage erfolgt logischerweise in umgekehrter Richtung. Oberteil lösen und dann den Heizkörper herausnehmen.